checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you're not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go. Welcome to Munich, Ida Lilo. They see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. Und nun die Weltmeisterin. Sie hält 5 Titel. Und heute Abend will sie einen von ihnen verteidigen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Die Lokalmatadorin aus München. Hier im Zirkus Krone, Marie Lang. The GP will see you. Look, I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. You know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but round here, make sure you walk and your talk is constant. Hey, I seen it all before, I heard chat that you're the door. One week, look like you're the board. Next day, you're gonna walk the walk. I've been here since I bust down Aqua. Herzlich willkommen, Marie Lang! Wir kommen zu den Offiziellen des heutigen ersten Hauptkampfes hier bei Stekos Fight Night. Aus Serbien, Goran Filipovic. Aus Frankreich, Henri Chalet. Und aus der Türkei, Ertekin Aslan. Der Mann im Ring aus Nordirland, Stephen McFarlane. Und unsere Kämpferin in der roten Ecke. Sie ist 27 Jahre alt, 62,5 Kilogramm schwer, 1,74 Meter groß. Ihre Kampfbilanz, 23 Kämpfe, 20 Siege, 5 davon durch Knockout. Ihre Erfolge, sie ist WKU-Europameisterin. Sie tritt an für das Gym Fight Club Flora. In ihrer Ecke ihr Trainer Alban Alicay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Welcome to Munich. Ida Lilo. Ihre Gegnerin in der blauen Ecke ist 34 Jahre alt, 64,5 Kilogramm schwer, 1,76 Meter groß. Ihre Kampfbilanz, 38 Kämpfe, 27 Siege, 9 davon durch Knockout. Sie ist amtierende WKU-Weltmeisterin bis 60 Kilogramm, bis 62,5 Kilogramm Low Kick. Sie ist WKU-Weltmeisterin bis 60, bis 62,5 und 65 Kilogramm Full Contact. Tritt an für das Kampfsportzentrum Steko in ihrer Ecke. Die Ex-Weltmeister im Laden um Pavlica Steko, Zvonko Josipovic und Cutman, Thilo Kuttler. Die Weltmeisterin aus München, Marie Lang. Der Kampf ist angesetzt auf 5 Runden, 5 Rounds of Fighting. Die Kämpferin zur Mitte, the fighters to the center. Die Kämpferinnen sind bereit. So, let the fight begin. 37 Mal hatte Marie Lang ihre Gegnerin fest im Griff. Dann erkrankte sie zweimal direkt an Corona. Meint zwar alles gut überstanden zu haben, aber die Krankheit hinterließ ihre Spuren. Prompt setzte es die erste Niederlage ihrer Karriere gegen eine famos auftrumpfende Michaela Michel aus Erfurt. Ein Schock für Lang. Aber heute soll es weitergehen bis 62 Kilogramm das Ganze. Und Marie Lang hier in dem Glitzerröckchen natürlich klare Favorit gegen Ida Lilo. Und
Deckt euch mal 4 Euros los, Marie Lang. Außer, dass sie gut aussieht, kann natürlich Marie wunderbar kämpfen. Und sie ist ganz klar hier ihr Publikumsliebling. Das hört man bei den Zuschauern. Und sie hat auch ganz gut gestartet jetzt gerade. Ich habe sie gestern beim Wiegen gesehen. Ich habe den Eindruck, die ist nach der Niederlage ist viel lockerer geworden. Irgendwie ist die Anspannung weg, jetzt immer gewinnen zu müssen. Hat sie auch mal verloren. Ja, wahrscheinlich nimmt es so ein bisschen den Druck weg. Trotzdem will sie gewinnen wieder. Ja, klar. Sie will wieder oben auf den Thron. Und ja, schauen wir mal, was Ilda Lelo drauf hat. Sie ist ja meine Landsfrau. Von dem her, denke ich, dürft sie kämpfen. Aber ob sie es schafft, gegen die Kickbox-Queen durchzustehen, wage ich zu bezweifeln. Also sieht es auch nicht allzu gut aus für Lelo, ehrlich gesagt. Ja, bis jetzt diese Anfangsphase verbringt sie die meiste Zeit eher an den Ringseilen. Ja. Ist ja die einzige professionelle Kickboxerin in Albanien, hat sie mir gestern gesagt. Ja, man muss erwähnen, die Strukturen da sind noch nicht so wie bei uns, aber trotzdem, man merkt, sie kommt nach vorne und will und ja, sie kämpft. Ja, hat auch zweimal gut getroffen jetzt. Also unterschätzen darf man niemanden, aber Marie hat es ganz gut gemacht bis jetzt und auch schön Low Kicks immer. Ja, und die Rechtsauslage, die schmeckt natürlich auch vielen Gegnerinnen nicht, ne? Richtig. Ja, die Kicks von Lelo, recht und zaghaft. Man muss erwähnen, Marie hat, ich fällt mir jetzt gerade auf, die hat früher gar nicht so viele Low-Kicks gebracht, wie sie jetzt macht. Und das finde ich echt gut. Sie hat natürlich eine Zeit lang nicht trainieren können, weil sie im Big Brother House war. Das sieht man jetzt nicht. Nee, sieht man nicht. Aber hat sie eine sehr gute Figur da drin gemacht. Ja. Sehr schön, Mann. Und sie war sich unsicher, ob sie das macht mit Big Brother. Aber ich finde, es hat ihr gar nichts geschadet. Auch überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Eher war das gut, gerade für ihre Popularität hat es ihr schon nochmal geholfen. Ihr Bekanntheitsgrad ist gerade auf Instagram, wie man sieht, noch mehr gestiegen. Ja, hier klare Treffer. Diese linke Schlaghand ist schon sehr gut. Hier auch der Lowkick zum Innenschenkel. Schön kombiniert, wie man hier sieht, und dann mit Kick abgeschlossen. Das hat sie früher nicht gemacht, das hat mir immer gefehlt. Also eine sehr, sehr schöne erste Runde von Marie Lang. Aber man muss erwähnen, Ilda Lelo hat auch sich sehr kämpferisch gezeigt in der ersten Runde. Ja, und hat da auch mal 2-3 gute durchgebracht zum Kopf von Marie Lang. Man muss sagen, Matthias, wir hatten heute echt fantastische Kämpfe. Absolut, einfach vom ersten bis jetzt. Und der ist auch wieder gut hier, was die erste Runde gezeigt hat. Ilda Lelo, 2015 Amateurweltmeisterin, mit 65 Kilogramm in Italien geworden. Na, ganz kurz zu der Albanerin. 2019 WKU-Europameisterin. Und hat auch einen Kampf im Profiboxen bestritten, 2019 TKO-Sieg über die Türkin Sinem Sari. Die ist auch in anderen Kampfsportarten unterwegs und das auch erfolgreich. Sekretär! Runde 2, Round 2. Genau, super, Unboxen wieder oben. Genau, wieder bist du da. Schöne Treffer, ja, Wahnsinn. Gute Kicks immer wieder kombiniert. Sie will es wissen, ich muss sagen, ich habe Marie selten so gesehen. Schöne Kombination, gerade die Lowkicks gefallen mir sehr. Ich bin mal gespannt, ob die Lelo dem Druck da standhalten kann über 5 Runden. Man muss erwähnen, sie kommt aus Vlora, das ist eine Stadt in Albanien.
wo 1912 die Unabhängigkeit von dem Osmanischen Reich verkündet worden ist. Und die sind sehr stolz, die wo daher kommen. Man merkt, sie zeigt sich kämpferisch, aber da fehlt ihr einfach diese kämpferische Erfahrung, die Marie mitbringt. Kann man ja auch vorstellen, wenn es da kaum professionelle Kickboxerin gibt, mal Beine, so schwierig ist, entsprechende Sparringspartnerin zu finden. Ja klar, absolut. Man weiß ganz genau, man kann mit den Trainern arbeiten, mit Pratzentraining, Sandsack, aber es ist halt eben nicht das Gleiche. Und Marie macht es sehr schön, Führhände, Boxkombinationen, dann schön mit Kicks. Und Aufwärtshaken nochmal zwischendurch, gut gemacht. Ja, ich glaube, Hilda Lelo zeigt sich beeindruckt, geht nach hinten. Und ich wage zu bezweifeln, dass sie das Tempo noch länger halten kann. Ja, vor allem ist natürlich der größte Fehler, den sie machen kann, sich da in die Ringecke stellen. Ja. Ja, und jetzt klappert es wieder links und rechts. Schön. Komm, ja. Und jetzt zu Leber wieder. Jetzt zu Leber. Jetzt zu Leber. Ich bin immer wieder überrascht, wie Marie sich jetzt gerade nach so einem Kampf, dass sie so eine gute Performance zeigt. Ich sag ja, die ist locker geworden. Hat viel Druck von ihr genommen. Ja, es war wahrscheinlich, ich würde nicht sagen wichtig, aber manchmal nichts ist umsonst. Ne? Manchmal verliert man so in der Zeit seinen Fokus und das kann man erst wieder finden, wenn man so wachgerüttelt wird und das einem auf einer schmerzhaften Weise gezeigt wird. Naja, die Chance los, die Lelo. Viel zu passiv natürlich gegen so eine. Ja, sie versucht aber jetzt. Die da aufdreht. Ich glaube, wenn sie nochmal richtig aufdreht, dann wird sie das nicht mehr stemmen können. Vor allem die Schlaghand hagelt sehr gut auf sie ein. So, der Steve Mac. Falle in der. Ja. Der Ringrichter guckt da schon mal ganz genau hin. Ganz klar, beide Runden dann lang. Naja, nach der dritten Runde gegen die Mädel, da hat sie Luftprobleme bekommen. Auch natürlich ihre Corona-Nachwirkung. Kann natürlich sein, dass das auch maßgeblich ein Grund dafür war. Na, das weiß man ja jetzt nicht so. War echt, würde ich mal sagen, eine Scheißzeit. Ja gut, und wenn du dann direkt zweimal Corona schnappst, das ist natürlich ja, schon fällig, ne? Ja, die tut mir ein bisschen leid hier, die ist ja richtig überfahren worden, hat auch schon jetzt hier blaues Auge. Na, jetzt hat die linke, ne? Die immer da wieder. Ja, die Schlaghand und dies. Ja. Auch sehr hart von Marie. Genau, für weiter. Lass die Hände schön oben. Ja, man merkt, sie bestimmt den Kampf von Anfang an. Und Lelo ist im Rückwärtsgang. Sie weiß ganz genau, die Chancen sind sehr gering, dass sie da punkten kann. Na, das sind jetzt die Frontkicks, wo sie versucht, die Langkicks auf dem Leib zu halten. Aber es interessiert die gar nicht. Hat sie wieder in der Ecke. Sehr schön. Ja, genau. Und weg, weg, genau. Schön. Schön wieder die rechte. Und dann jetzt mal zum Körper, zur Leber. Ja. Und immer wieder mit dem Kick abschließen. Der Aufwärtshaken kommt sehr gut rein. Wieder ein Haken. Linke wieder zum Kopf. Variiert es auch wirklich. Perfekt. Und lässt sich auch von den Kicks nicht beeindrucken, die natürlich störend sind, aber jetzt. Aufwärtshaken, ja. Durchgekommen, nochmal Aufwärtshaken. Die Lelo macht einen sehr hilflosen Eindruck. Ja, Aufwärtshaken, oh, die fängt jetzt aber einen nach dem anderen. Aufwärtshaken. Hat überhaupt keine Deckung mehr auf der Innenbahn. Nochmal Aufwärtshaken und haut sie jetzt ab. Einen nach dem anderen. Ja. Die macht sich nicht die Mühe, aus der Ecke zu arbeiten, lehnt sich natürlich an. Schöner Aufwärtshaken.
Ich bin gespannt, wie lange das noch geht. Also ich mein, nicht mehr lange, ich glaube. Wir haben aber auch zwei Trainer in der Ecke, die da mal Hand hochwerfen können. Ja, wäre das einzig Sinnvolle jetzt. Ja, was die da kassiert. Hals in den Seil. Und jetzt wieder aufwärts. Ladenruf, Hals in den Seil. Stellt sich schon bald wieder in den Seil. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen traurig, sowas zu sehen dann. Aber sie sieht einfach keine Chancen, reinzukommen. Marie ist ständig da, kontert sie gut aus, kommt von überall aufwärts, Kopf. Loki hinterher. Das ist, glaube ich, der 5.-6. Aufwärtshaken, der da durchkommt, ohne auch annähernd abgeblockt zu werden. Sie kombiniert fantastisch. Schön wieder die linke rein als Haken. Und wieder Loki nachgesetzt. Wieder der Aufwärtshaken, der trifft immer wieder. Ja, ja, ich verstehe den Trainer nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich sehe, dass mein Mädel dermaßen vermöbelt wird. Stolz hin oder her, aber ich finde, das ist ein falscher Stolz. Ja, und absolut. Es schadet viel mehr dem Sportler. Sie macht einen sehr hilflosen Eindruck. Na, no, kaputt. In der Ecke. Auch noch kaputt, ja, klar. Ehrlich gesagt. Guck mal, beide Augen jetzt schon fangen an, dazu zu schwellen. Ist aber auch bearbeitet worden, meine Herren in der Runde. Natürlich. Ich meine, als Trainer will man immer, dass sein Schützling gewinnt, aber es bringt nichts. Ja, auf. Aber, wenn man sowas sieht, dann... Wenn man das sieht, dann weiß man, da ist man nur ein Lichtjahr davon entfernt. Es ist ja auch die Pflicht, seine Wettkämpfer zu schützen. Darum wäre das Vernünftigste, einfach mal das Handtuch zu schmeißen. Ja, wird es auch... Wie gesagt, noch die halbe Runde abwarten und dann. Aber gut. Runde 4, wir stehen hier in der Ecke. Versprech mir da nicht mehr. Ja. Sie geht wieder freiwillig Richtung Ecke. Ja, ja, immer. Ja, die kommt auch durch, wie sie will. Da hat sie einmal aus 200 knapp vorbeigeknallt. Da zack, die linke wieder auf der Innenbahn durch. Oh, aufwärts. Hat sie gezuckt. Und im Rückwärtsfallen auch noch eine gekriegt. Die tut mir echt leid. Inda Lelo. Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil das einzigste Vernünftige ist, den Kampf abzubrechen. Ist ja studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, also die hat einen guten Job, die Lelo. Und so wie das aussieht, ist halt Kickboxen ihr Hobby, ne? Ja. Und mehr auch nicht. Es ist natürlich schwer in so einem Land damit jetzt Geld zu verdienen. Und wie du auch schon erwähnt hast, sie als einzigste Profi wird es natürlich auch vom Staat jetzt nicht so gefördert. Na klar. Um zu den Weltmeisterschaften der Amateure zu fahren, haben die Freunde auf Laura zusammengelegt, damit sie hin konnte mit ihrem Trainer. Ist natürlich super.